Wer von uns glaubt noch ernsthaft, dass der abgewehrte Sensorenangriff und diese Scheiße eben Zufall war? Gut, keiner. Also, was lernen wir daraus? Wir haben einen Gegner außerhalb der Bank. Einen, dem Jungheim blind vertraut, dem jeder seine Aktionen von außen diktiert. Vor einem Dreivierteljahr haben wir Jungheim in Köln geschnappt, unmittelbar nach einem Banküberfall. Er war dabei nicht allein. Der andere ist uns durch die Lappen. Sie waren dabei, Kern. 2 Wochen lang habe ich Jungheim bearbeitet, bis er schließlich bereit bei mir nahm und Aufenthalt seines Kompagnons zu sagen. Frankfurt. Wir sind hin. Der Kerl nannte sich damals Probeck, Name war natürlich gefälscht. Eine Woche lang haben wir auf ihn gewartet, dann kam er. Junghain hat ihn identifiziert. Die Kollegen haben zugegriffen, aber er ist uns entwischt über den Balkon. Wir wissen nichts über Probeck, nicht wie er aussieht, gar nichts. Aber vor einem Monat holt dieser Probeck Junghain aus dem Knast. Wieder so eine Wahnsinnsaktion. Woher wissen Sie, dass derselbe war? Fingerabdrücke im Fluchtauto. Jetzt denken wir mal nach. Sein ehemaliger Partner Jungheim verrät ihn an uns. Seine Freundin geht dabei drauf. Und trotzdem holt Probeck Jungheim aus dem Knast. Warum? Jetzt wissen wir es. Weil er zusammen mit Jungheim dieses Ding da drüben abziehen wollte. Aber weiß er denn, dass Jungheim ihn an uns verraten hat? Ja, das ist die Frage, nicht?